Hallo und schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute habe ich was Großes, Kleines nochmal für euch. Und zwar den Princess Multigrill 4 in 1. Ich wollte schon immer so einen Grill haben, um Sachen mir zu grillen natürlich. Und dadurch, dass mein Bruder und meine Eltern schon den haben und sehr zufrieden damit sind, haben gesagt, dann hole ich mir den gleichen. Preislich liegt man bei ungefähr 105 Euro. Zurzeit beim Black Friday gibt es ihn für 75 Euro oder Cyber Monday jetzt. Wir haben eine Bratfläche von 31,5 auf 21,5. Und das Gerät kann eine maximale Temperatur von 215 Grad bei 1500 Watt. Gewicht liegt ungefähr bei 2,9 Kilo. Und ich habe es natürlich noch nicht ausgepackt, das ist wirklich noch so angekommen. Wie gesagt, 4-in-1-Funktion, es hat vier verschiedene Funktionen. Hier ist es noch eingepackt mit dem Karton. 4-in-1-Grill, Sandwich-Waffel, umdrehbare Grillplatten mit so Rillen. Drei verschiedene Positionen, wo man das aufklappen kann. Ein verstellbares Thermostat. Die Platten, auf denen bleibt nichts kleben. Schauen wir mal, wie es ist. Also wir werden auf jeden Fall was drauflegen. Wir haben zwar einen Behälter, wo das ganze Öl und so runterläuft. Hier steht nochmal die Maße und 500 Watt. 1500 Watt natürlich. Ansonsten, hier steht es jetzt nochmal auf allen anderen Sprachen drauf. Auch auf Deutsch. Hier haben wir das jetzt nochmal auf Deutsch auch. Das gleiche, was ich gerade gesagt habe. Wir haben eine Kabellänge von 1 Meter. Wir haben eine Kontrolllampe. Anti-Rutschhüße. Rostfreier Stahl, das Deckmaterial zumindest, bewegliche Deckel, da steht jetzt eigentlich auch nichts mehr drauf. Drehen wir das nochmal hier rüber. Hier sieht man jetzt auch nochmal so die Platten. Scharfstellen, also sind diese vier Platten, die es gibt. Sehen wir auch gleich, wie man es dann grillt, also wir werden auch was drauflegen auf jeden Fall. Und der Thermostat und die Kontrolllampe. Machen wir das mal auf jetzt. Teile deine Rezepte auf Instagram. Okay. Das, mal gucken, wie schwer wir das da rauskriegen, wie gut. Upsala. Das hier eingepackt ist. So, also ganz oben kommen jetzt schon mal gleich die Grillplatten. Einzeln verpackt. Also wir haben hier einmal die gerade Fläche zum Grillen und dann noch diese geriffelte. Das ist nochmal das gleiche mit gerade und geriffelt. Auf den Seiten ist hier immer dieses, wo das Fett dann rausläuft hier und in den Behälter fallen sollte. Hier haben wir für Waffeln. So sieht es von unten aus. Also da hat es natürlich nur eine Seite. Das ist das zweite Teil für Waffeln und das hier ist dann für Toast. Ist natürlich schon ein sehr großer Toast, außer man macht halt selber irgendwie. Und das zweite für Toast, dann machen wir mal das Styropor weg. Jetzt wäre fast hier das Ding hier runtergefallen auf der Seite. Das ist dieser Auffangbehälter. Für das Fett. Der Toast ist natürlich jetzt auch verkehrt rum. Wie gesagt, 1 Meter Kabel haben wir hier. So. Ein bisschen bewegen, dass man das besser sieht. Das ist nicht mehr ganz so groß jetzt. 2 Meter Kabel. Machen wir das da hier weg. Festgeklebt oder rein und den Grill. So. Jetzt haben wir den Grill hier offen. Ich muss noch ein bisschen scharf stellen. Also 1 Meter Kabel. Jetzt schauen wir uns das mal kurz natürlich von unten an. Also das Kabel kommt immer von links, man kann es in keine andere Richtung machen. Auf dem Gerät selber sonst. Multigrill 4 in 1, 1500 Watt und Niederlande. Sonst ist da eigentlich nichts. Drehen wir das nochmal um. So. Runter noch. Der Aufkleber, gehe ich mal von aus, der sollte weg, wenn es heiß wird.
Okay, das mache ich dann später. Also so klappt man die auf. Da sind dann nochmal Beschreibungen auf sehr vielen Sprachen. Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung. Oder ist es einfach doppelt reingekommen, aber eins ist dicker, eins ist dünner. Das dann nochmal hier kurz aufmachen. Da steht jetzt eigentlich nichts so wirklich Besonderes drin. Das ist einfach nur wegen den Platten. Hier steht dann auch nochmal eigentlich das gleiche drauf hier. Flüssig halten das Gerät, Anschlusskabel nicht im Wasser. Ja. Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise. Ja, also ist jetzt nichts Besonderes drin. Das kann man weglassen. Hier ist noch ein Stück Vorteil drin. So. Und so sehen die Grillplatten aus. Also gut ist auf jeden Fall mal, die sind recht breit. Also wenn die Platten von hier bis hier natürlich kommen, dann wird es sehr gut verteilt hier. Wir haben hier natürlich die Funktion, ich gehe noch ein bisschen zurück, dass wenn man das hier, also so macht man es natürlich runter, so geht es hoch, beim Hochziehen und nach hinten würde es dann nach unten klappen. Das heißt, das sind diese drei Positionen, unten klappen, oben und zu natürlich. Dann nehmen wir mal einfach hier die Grillplatten, weil die brauchen wir später. Immer die Platte. Es steht jetzt kein oben oder unten dran. Also hier ist natürlich, hier sind natürlich diese Haken, also es muss hier hin, beziehungsweise wenn man es andersrum macht, dann würde es wahrscheinlich ans andere Loch gehen, weil hier sind sie ein bisschen tiefer. Also geht es in beide Richtungen. Von hinten als erstes rein, so wie ich das hier sehe. Und dann seitlich die Klappen hier. Und dann müsste es drin sein. Sieht's aus, ja. Oder auch nicht. Muss natürlich mal gucken. Rein. Und jetzt festmachen. Also es hat ein bisschen Spiel. Hier. Die Metalle natürlich, die kann man wahrscheinlich ein bisschen selber ein bisschen biegen mehr, dass es weniger wackelt. Gucken wir mal oben, wie es ist. Also steht auch nichts drauf. Oh, da rein. Und dann im Endeffekt die Dinger klappen. Das war jetzt natürlich verkehrt rum. Müssen natürlich so rum rein. So, geht natürlich jetzt deutlich besser. So eigentlich fest. Da habe ich es jetzt mit einem starken Drücken, aber das macht man ja, denke ich mal, normal nicht, außer irgendwas bleibt kleben. Hier unten ist es auch fest. So. So. Auf. Also die Metalle sind so ein bisschen lockerer, also das wäre natürlich gut, wenn es ein bisschen, die könnten ein bisschen länger theoretisch sein, weil wir haben hier ein recht langes Loch eigentlich an den Ecken und die Metalle sind doch etwas sehr kurz hier. Aber solange es hebt, wäre es nicht schlimm. Wir haben hier hinten die Abläufe, da tut man dann einfach wahrscheinlich das Ding einfach nur drunter stellen. Ich drehe das jetzt mal um, weil da hinten sind ja diese Markierungen und hier ist dieser Schlitz, ah hier ist so ein Schlitz, deswegen, wie wir hier sehen können, ist hier so ein Schlitz, da kann man das dann wahrscheinlich irgendwo reinschieben, so ist es nur zum Aufbauen. Ah, so, seht ihr, jetzt habe ich es hier reingemacht, beim Zuklappen. Der würde jetzt auf jeden Fall hier reinlaufen. Das von oben würde jetzt nicht reinlaufen, wenn es oben ist. Und wenn es so wäre, würde es auch reinlaufen, jetzt in der Mitte. Also das ist okay. Wenn es so ist, muss man es wahrscheinlich dann rausziehen ein bisschen. Weil ich denke, wenn man irgendwas zuklappt, läuft bestimmt auch etwas hier runter vielleicht. Ansonsten haben wir hier den Drehknauf zum Einstellen. Es steht keine Temperatur dran. Wir haben ja, wie gesagt, eine maximale Gradzahl von 215 Grad. Das heißt, das müsste bei Max auf 215 sein. Hier ist ein kleines Lämpchen. Und kann man halt nicht jetzt sagen. Es steht keine Temperatur dran. Können wir später mal ein bisschen messen oder so. Ich kann ja mal auf die Mitte stellen, dann werden wir die Temperatur mal messen, was er anzeigt und was er wirklich bei volle Pulle anzeigt. Und ansonsten würde ich sagen, stelle ich es drüben hin. Putz kurz natürlich die Flächen, bevor wir was drauflegen. Und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. So, jetzt sind wir hier zurück. Ich habe die Platten kurz geputzt und ich habe das nicht eingeschaltet, da ich glaube, dass es, wenn man es auf aus hat, es nie komplett aus ist. Also man steckt das jetzt hier mal ein, steckt das mal ein und es leuchtet jetzt nichts und ist noch Minimum.
Ich weiß nicht, ob es einen kompletten Ausschalter hat. Ich glaube es fast nicht, weil da nur Minimum dran steht. Es leuchtet aber nicht. Wir haben jetzt 14,4 Grad. Und ich würde sagen, drehen Sie einfach mal auf die Mitte. Ich habe hier einmal so ein Rindersteak und ich habe hier drüben Paprikas. Ich wollte eigentlich noch ein Ei machen, haben hier doch gestern gebacken und habe deswegen kein Ei übrig. Habe nicht mehr dran gedacht. Ich schneide die Paprika mal ein bisschen kleiner noch hier. Deswegen werden wir es jetzt mal auf das 2 begrenzen halt, aber ich denke mal, das wäre nicht so schlimm. Es wird ja gesagt, es schaltet schnell auf jeden Fall. 16,5 Grad. Man merkt noch nichts an der Temperatur. Putzen sollen wir uns nur von Hand. Nicht mit der Spülmaschine. Ist eigentlich aber auch eigentlich immer so, wenn es beschichtete Sachen sind. Auch bei Pfannen. Und sonst würde ich natürlich auch niemals mit Metall oder sowas dahin gehen. Also immer nur mit Sachen, die irgendwie mit Gummi sind. Dass keine Kratzer reinkommen. 28,7. Ansonsten ja, habe ich sonst leider wirklich gar nichts. Aber ich denke mal, das wird auch erstmal ausreichen, um es zu zeigen. Ich habe ja gesagt, ich mache ein Video, weil ich einfach gesehen habe, bei YouTube gibt es keins über das Gerät. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das Video, dass es mal davon ein Video gibt. Es ist eigentlich bei Amazon überall recht gut bewertet. Eigentlich, was nie gut bewertet sind, sind eigentlich immer diese kleinen Klammern hier, dass sie angeblich nicht so gut halten. Aber ich kann mich jetzt so, kann ich jetzt nichts darüber sagen. Man muss halt ordentlich mit Sachen umgehen. Weil beide Seiten sind es gleich warm. Und deswegen mache ich ein Video davon. Wie gesagt, ich habe es ja bei meinem Bruder und meinen Eltern dieses Gerät haben und damit zufrieden sind, habe ich es mir auch geholt. Man braucht kein Fett, kein Öl, man soll es einfach so draufschmeißen. So ist zumindest die Werbung davon. Werben die davon. Jetzt ist die Frage, wie lange es dauert. Das gucken wir uns mal an, bis es mal heiß ist. Wenn nicht, wird man das natürlich ein bisschen vorspulen einfach. Und dann auf die Zeit gucken. Markieren. Ihr seht ja, die Lampe ist leicht orange, also ist noch nicht die Temperatur erreicht. Die Frage ist natürlich, wie heiß ist es, wie heiß macht man es bei bestimmten Sachen, macht man es immer mit volle Gradzahl? Schwer zu sagen, wäre natürlich gut, wenn da so eine kleine Tabelle wäre oder so, wo es erklärt, oh, bei Toast wird das empfohlen oder bei Fleisch wird volle Pulle empfohlen. Da muss man sich halt vorher sich drüber informieren. Ich glaube, wenn ich volle Pulle mache, dann ist es Fleisch schon innen nicht durch. 125 Grad, 112 Grad, 113 Grad, 118 Grad. Das kann natürlich sich ein bisschen variieren, weil drunter die Stäbe sind, wenn ich direkt auf den Stäben bin oder vielleicht dazwischen drin, weil es noch nicht komplett gleich Temperatur. Hier ist auf jeden Fall warm. Also jetzt haben wir die Temperatur erreicht. Jetzt gucken wir mal. Also zwischen 140 und 150 Grad haben wir hier. Wir haben hier 130, 140, 140, 145, 136, 133 Grad. Ich schmeiße jetzt einfach mal das da hier so drauf. Das da auch. Das da hier auch. Und beim Fleisch klatsche ich auch mal hier einfach jetzt drauf. Einfach mal hier braten jetzt. Also die Temperatur bleibt dann immer so bei diesen 150, also zwischen 140 und 150 Grad sind wir jetzt hier. Jetzt habe ich gerade die Paprika erwischt mit 109 Grad, 140. So, dann lassen wir es mal ein bisschen braten. Wir gucken mal, wie lange es geht. Wie lange es braucht. Also es tut bei der Temperatur auf jeden Fall mal nicht kleben jetzt das Fleisch. Und es tut auch nicht kleben. Und lassen das mal braten. Man könnte sich natürlich auch überlegen, ah, man macht jetzt alles auf eine Seite und klappt es zu. Aber jetzt drehe ich mal ein bisschen höher. Bis dahin. Also die Temperatur war schon eher hier irgendwo, weil ich konnte es ja noch weiter drehen. Ab da fängt jetzt wieder an zu heizen. Dann lassen wir das mal ein bisschen weiter braten. Und das wird natürlich ein bisschen dauern, das wird man dann einfach. Ich werde es natürlich weiter aufnehmen und dann wird man es halt vorspulen, dann wird man halt sagen, wie lange es gedauert hat.
testen wir es mal mit der Temperatur hier so. Lass es ja jetzt noch ein bisschen heißer werden. 140, 150, 152, 142. Weil ich es natürlich auch noch nie benutzt hatte, ich muss es natürlich auch erstmal testen, dann bei welcher Temperatur, wie gut es geht. Wenn ich natürlich nicht will, dass das Fleisch zum Beispiel nicht durch ist oder die Waffeln später von außen mehr braun sind als von innen oder das Baguette. Und deswegen werden wir das mal so lassen. Jetzt, jetzt brauche ich natürlich noch was anderes, weil es nicht richtig gepackt wird. Machen wir mal so. Nur mal kurz zu gucken, wie es bis jetzt aussieht von unten. So der erste Blick. Also sieht natürlich gut aus. Man lässt natürlich ein bisschen länger noch. Das ist alles hier. Bei der Paprika natürlich sieht man so jetzt auch noch nichts. Könnte man natürlich vielleicht auch noch, ich schneide die vielleicht noch ein bisschen enger zusammen in der Mitte. Und dann macht sie nicht diesen Bogen. Kleiner machen. Die Auswahl ist natürlich groß. Ich habe mich jetzt einfach mal für die geriffelte Seite entschieden. Man hätte natürlich auch die glatte Seite nehmen können von der anderen Seite. Aber das werden wir schon hinkriegen. Überstellen hier. Gut ist natürlich, ja, wie gesagt, man kann natürlich auch eine Teflonpfanne nehmen und dann auch kein Öl benutzen, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich finde das zum Grill praktisch, weil man halt auch nochmal Baguettes machen kann. Und die Baguettes einfach reinmacht, schmelzen lässt, vielleicht mit Fleisch belegt oder natürlich geht auch vegetarische Sachen. Kann jeder machen natürlich wie er will, nach seinem Belieben. Wenn ich jetzt so von der Seite das Fleisch gucke, sieht man jetzt schon ein bisschen so, dass es hier geht schon ein bisschen recht hoch, so ein bisschen die Hälfte auf jeden Fall, also es zieht auf jeden Fall schon mal durch. Das Gerät ist ja schon wieder aus. Wir haben 167, 177, 167, 177, 174, 181, 170, 156. Also von der Temperatur hier. So. Ich werde das hier machen, werde natürlich dann noch mir noch was dazu kochen. Das muss man eh noch einlegen in eine Alufolie für 15 Minuten. Da kann ich derzeit die Nudeln kochen. Und die Paprika, wenn sie kalt sind, mag sie halt noch mal ein bisschen warm auf dem Grill. Jetzt habe ich ja einen. Sonst, ansonsten, viel Fett läuft halt jetzt gerade im Moment nicht, sonst wird es natürlich da runterlaufen. Läuft halt gerade nichts, ist jetzt nicht viel Flüssigkeit, was wir hier haben. Kleben tut es immer noch nicht. Das ist schon mal eine gute Sache. Die Paprikas sind halt warm. Heiß. Könnte man vielleicht wahrscheinlich mit mehr Power machen, ein bisschen noch. Zumindest mal bleibt die Temperatur eigentlich recht konstant, immer in der Temperatur, das ist schon mal gut, dass es jetzt nicht zu arg nach unten wieder fällt. Also er merkt das auf jeden Fall früh genug beim Aufheizen wieder. Also das Fleisch ist jetzt schon zur Hälfte durch, also werde ich es jetzt mal umdrehen, dass wir es auf der anderen Seite haben. Was müssen wir von der Seite braten noch? Hier drehen wir es auch mal um. So, diese Seite braten, ja auch. Grillen, natürlich. Es ist auf jeden Fall sehr ruhig, macht nicht viele Geräusche. Das brät halt und brät dann halt. Langsam vor sich hin. Die Flächen finde ich eigentlich recht groß, also auch für größere Portionen. Klar, die sind jetzt ein bisschen lang, man könnte sie über der Hälfte schneiden, da könnte man sie besser hinlegen. Hier würden eigentlich auch bestimmt 6 Stückchen passen, zum Beispiel in der Größe. Das finde ich jetzt eigentlich auch recht gut. Jetzt wird angeschaltet, um wieder aufzuheizen. Habe ich die Kamera, habe ich ein bisschen bewegt.
Ja. Ansonsten, ich habe mir noch ein paar Sachen über Kickstarter zum Beispiel bestellt oder mitgemacht. Die Sachen die haben auch verändert, sie 100% erreicht. Das wird im Dezember wird etwas kommen, im Januar, glaube ich, und im Februar. Wenn die Sachen kommen, werde ich das dann auch nochmal machen. Was es sein wird, das wird dann eher so sag mal, eine Überraschung sein. Ich versuche natürlich dann so schnell wie möglich das zu machen, dass ich auch dann auch der Erste bin, muss ich sagen. Weil ich gemerkt habe, natürlich, wenn man früher ist, dann wird es natürlich auch mehr gesehen, bevor es viele andere haben. Das ist auch der Vorteil an dem Grill, glaube ich, dass ich der Einzige bin halt gerade. Weil ich natürlich auch will, dass ich neue Sachen habe, im Gegensatz zu anderen Leuten. Statt immer nur die ganzen Standardsachen, die jeder hat. Und deswegen gucken wir mal, was ich sonst noch präsentieren kann. Ich habe auf jeden Fall was anderes hier auch schon rumliegen, das werde ich auch noch machen. Muss ich mal gucken, was alles noch vielleicht vor Weihnachten und so gemacht wird. Ich würde auf jeden Fall noch versuchen, eine Sache vor Weihnachten zu machen. Kann es aber auch nicht versprechen. Jetzt diese Woche habe ich Urlaub, deswegen bin ich jetzt auch hier dabei, das zu drehen. Danach fange ich halt dann wieder halt mit dem Schichten an. In der Nacht und in der Spät erstmal. Das heißt, in den Wochen ist dann etwas weniger Zeit. Und danach vielleicht. Danach haben wir halt dann auch Urlaub. Also, ich sage, meine Freundin hat Urlaub. Ich habe da eine Freiwoche nochmal kurz, aber da wollte man halt auch weggehen. Ja, müssen wir schon mal gucken. Also, von der Seite sieht man auf jeden Fall nichts mehr beim Fleisch, was natürlich jetzt nichts heißt. Wir lassen es natürlich noch ein bisschen drauf. Bei den Paprikas. Sehe ich jetzt nichts irgendwie, dass die jetzt ein bisschen schwarz oder so sind. Ich glaube, da könnte man auch noch mit ein bisschen mehr Power das machen. Hier hat man natürlich den Nachteil, man kann natürlich nur die gleiche Temperatur auf beiden machen. Nicht wie bei anderen, also es gibt auch noch ein anderes Gerät von Princess. Bei dem könnte man beide einzeln ansteuern, jedoch hast du halt keine Wechselplatten. Man hat dann immer nur eine Platte. Ich glaube, es war eine Platte nur. Ich weiß nicht, ob es die Griffe oder die glatte Seite war. Da könnte man beide einzeln ansteuern, also man könnte hier heißer und hier kälter machen. Und man könnte die Temperatur auch einstellen, vor allem man sieht es. Hat natürlich einen Vorteil, aber ich wollte halt vor allem auch mehr Sachen machen können. Und, also wie Waffeln zum Beispiel, Toast hätte ich auch hier gemacht, also da bräuchte ich jetzt nicht unbedingt eine Form. Aber Waffeln zum Beispiel, man. Und wie gesagt, ist eigentlich recht gut bewertet im Internet, alles auch. Immer bei Amazon, außer halt die kleinen Klammern hier. Die Klammern, die sind nicht so gut bewertet, aber ich glaube, da kommt es darauf an, wie viel Gewalt man das auch macht. Muss halt ein bisschen Gefühl machen oder wenn die Teile draußen sind, einfach ein bisschen zurückdrücken. Nach vorne, Gefühl, nicht stark und dann einfach wieder reinmachen, dann hebt es auch wieder besser. Hier sieht es eigentlich recht gut aus. Wie gesagt, ich habe das Gerät genommen, weil es halt einfach gut bewertet ist. Meine Eltern haben, mein Bruder. Es gibt natürlich eins mit diesen doppelten Dingern, wo getrennt ist, hat natürlich seinen Vorteil. Auch wenn man aber nichts Platten ändern mäßig kann, ist es für mich halt dadurch halt durchgefallen. Das war natürlich schade. Ich habe jetzt hier natürlich das Fleisch. Ich werde das Fleisch glaube ich, jetzt mal hier testen, weil es so schwer zu sagen ist. Ich kann hier mal kurz das Brett kurz sauber machen. Dann schauen wir uns das Fleisch gleich mal an. Weil man das Gerät halt nicht kennt und nicht weiß, wie lange es wirklich jetzt dauert. Weil wie viel Power man das da macht. Dass ich das jetzt hier mal rausnehme. Und mit dem Messer schneide. Einfach, während die Paprikas dann noch weitergehen. Ich schneide das jetzt einfach mal rein hier. Und es ist von drinnen noch zu roh auf jeden Fall. Also. Das muss man auf jeden Fall noch lassen. Also drin ist es schon noch sehr roh, aber ist von außen ja auch noch nicht braun oder so. Deswegen kann man das schon noch drauf machen wieder. Ist natürlich nicht der Sinn der Sache beim Steak, das jetzt immer durchzuschneiden. Aber man muss es halt am Anfang erstmal testen, wie das Gerät ist. Bei wie viel Power, wie viel man macht, wie lange es dauert, um durchzukommen. Es ist von den Seiten eigentlich recht gut. Also ich sag mal, so bis 1,5 cm ist es ungefähr gut. Weiter drin ist es noch nicht so gut. Lassen wir es halt jetzt nochmal. Jetzt ist es natürlich offen. Jetzt auch überlegt, ob ich es gleich einfach komplett durchschneiden habe. Ne, wir lassen es so.
lassen das mal, oder wir testen jetzt mal die volle Pulle. Wir machen es mal volle Vollgas hier. Auch. Temperatur ist ein bisschen tiefer als vorher, aber jetzt nicht tief gefallen. Deswegen nehmen wir es jetzt nochmal drauf. Da freuen sich die Paprikas bestimmt auch. Also es funktioniert, tut es auf jeden Fall. Es macht wenig Geruch auf jeden Fall. Also es stinkt nicht viel jetzt hier drin. In der Wohnung, man merkt eigentlich gar nichts. Viel Rauch kann man jetzt hier auch nicht viel sagen bis jetzt. Zum Putzen gehe ich von aus, das wird recht leicht gehen. Einfach kurz mit dem Wasser ein bisschen rüber gehen. Mit der weichen Seite vom Schwamm natürlich. Keine harten Sachen, nicht diese schwarze, raue Seite. Keine Kratzer reinzumachen. Jetzt fällt man das da hier. Also es verklebt auf jeden Fall nicht. Alles hier. Ja, die Paprika kriegt schon einen leichten Schwarzton. Ganz, ganz leicht. Hier und da. Ich denke einfach, man muss mit ein bisschen mehr Power das hier machen. Deswegen werden wir das jetzt auch noch voll auf die volle Pulle hier machen. Und mal gucken, wie viel Grad es denn wirklich hat, wenn es ganz heiß ist. Bei wie viel Grad wir erreicht haben, wissen wir, wie viel wirklich die maximale Temperatur ist. Was das Gerät kann. Und dann, denke ich, wird es vielleicht auch fertig sein. Und da werde ich das Video hochladen. Nach dem Essen natürlich. Und bearbeiten erstmal auch. Und hoffe dann, dass ihr zufrieden seid mit dem Video. Ich habe natürlich versucht, so gut wie möglich. Im Essen natürlich dauert immer ein bisschen. Vielleicht, ich werde hier und da wahrscheinlich ein bisschen schneller einfach kurz machen, das Video. Dann spart es uns ein bisschen Zeit, weil das Video jetzt, glaube ich, um die 25 Minuten schon geht. Da haben wir 170, da sind gerade 150, 190, je nachdem. Da ist zu arg am Rand. 80, 200, 96, 213. Jetzt macht natürlich schon ein bisschen mehr Rauch hier. Aber ist jetzt auch nicht mega, auch wenn es jetzt hier gerade echt schlimm aussieht vor meinen Augen, ist wie wenn es fast gar nichts hat. Jetzt brutzelt es schon ein bisschen mehr. Ich denke mal, dass es so auch besser sein wird, man hätte es mal einfach an, vielleicht auch so machen müssen. Einfach mit gleich stark anbraten von beiden Seiten, volle Pulle. Und dann wäre es schneller fertig, aber wie gesagt, ich wollte langsam testen, ich will es ja noch nicht kaputt machen, dass es später schwarz wird und nicht durchgeht, durch ist. Deswegen schauen wir mal, wann die Lampe ausgeht und messen dann die Temperatur. Also hier haben wir jetzt schon wirklich schon so langsam diese kleine schwarze Dinger. So Markierungen, die Lampe ist da ausgegangen, sehe ich gerade. Machen wir das hier hin. Schauen wir mal. 225, 230. 192, 213, 237, was habe ich die Paprika erwischt, 224, 243, 250, 243, also sind wir ungefähr 240, 250 Grad, je nachdem was wir erwischen, jetzt habe ich das Fleisch erwischt, also ich denke mal, das haut gut hin mit den 240 Grad ungefähr, 250 sind wir ungefähr. Das reicht von der Temperatur auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier, guckt, jetzt kommt ja auch schon ein bisschen mehr Braunfarbe. Drehen wir es mal um. Teller hier. Die Seite. Jetzt riecht es auch schon mehr nach Fleisch. Mit dem Herd auch hier. Ein bisschen mehr, was kommt. Aber es ist immer noch nicht viel. Also ihr seht ja, ich tue es weder eine Dünstabzugshaube noch drüber jetzt, was ich natürlich machen könnte, oder Fenster offen. Und ich wollte jetzt keine Angst, dass jetzt irgendwie ein Rauchmelder losgeht. Das ist wirklich so gut wie gar nichts. Auch wenn es im Video deutlich mehr aussieht. Ich denke, die Paprikas mäßig kann man auch lassen.
Lass mal ruhig ein bisschen knusprig werden. Das können wir noch ein bisschen hier belegen. So, die Seite kann noch ein bisschen brauner werden. Lassen wir noch. Auf jeden Fall. Die mache ich jetzt raus. Die reichen mir von der Farbe. Und wie gesagt, man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, man muss Platz sparen, dann macht man es natürlich so. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Könnte natürlich jetzt auch sagen, oh, ich will es noch ein bisschen schneller haben. Und lass es ganz oben natürlich. Also man kann ja auch Platz lassen, wenn man was Größeres hat. Oder halt wirklich, man macht es zu von oben. Man macht dann beide Seiten. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Machen wir es jetzt einfach mal so. Dann sehen wir ein bisschen besser vom Platz her hier. Jetzt gibt man natürlich von beiden Seiten dann ein Muster zum Beispiel auch rein. Von dem. Von unten ist immer noch nicht so viel, von oben ist brauner. Lassen wir uns noch ganz bisschen. Ich hole mal Alufolie. Alufolie kommt dann das Fleisch rein für ein paar mehrere Minuten, bis ich meine Nudeln gekocht habe, um die volle Geschmacksentfaltung rauszubekommen. Ich bin natürlich kein Profikoch, deswegen Kochtipps müsst ihr woanders holen. Auf jeden Fall. Dann kann ich es hier weiter braten. Nehmen wir es jetzt mal raus. Aber von der anderen Seite ist er auch schon leicht braun. Hier ist schon ein bisschen dunkler braun jetzt. Ich werde das mir jetzt hier nochmal durchschneiden. Nur mal zu gucken, wie das ist. Also jetzt ist es durch, auf jeden Fall. Ich schneide mir mal noch ein zweites daneben hin auf, dass es nicht da ist, wo ich schon geschnitten hatte, nur durch ist. Also es ist auf jeden Fall durch jetzt. Das ist ja ein Steak, es muss ja nicht komplett durch sein, das ist schon fast zu arg. Man hätte noch ein bisschen roter lassen können. In der Kamera sieht man es jetzt gar nicht, dass es ganz leicht rot nur noch ist. Hätte natürlich ein bisschen mehr sein können. Wie gesagt, wir haben natürlich die Paprikas. Die haben natürlich auch schon ein bisschen so schwarz drin. Kann natürlich auch knuspriger lassen, wer es knusprig mag. Jetzt kann man es natürlich jetzt hier komplett ausschalten. Komplett runterdrehen. Ich glaube aber nicht, dass es komplett ausschaltet. Das müsste ich nachschauen. Noch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Ich stecke es jetzt einfach mal aus. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind, glaube ich, jetzt irgendwo bei, ich weiß gar nicht, 25 Minuten, 28, obwohl ich natürlich nicht geguckt habe, ich nicht weiß, bei welcher Temperatur am besten ist, ob man mehr Power macht, weniger Power machen muss. Und das ist dann Übungsding ein bisschen. Ich mache das jetzt hier in die Alufolie rein. Muss man halt mal gucken, wie es am besten ist, zum Beispiel bei so einem Steak. Und dann, denke ich mal, kriegt man da auch die recht gute Temperatur hin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte, aber das wird schon hinhauen, irgendwie. Und dann sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Das Wetter ist hier in Leonberg zumindest so einigermaßen, naja. Immer wieder regnerisch, jetzt gerade trocken. Aber ist ja auch fast Winter, gell? Wäre fast der Schnee lieber. Obwohl manche keinen Schnee haben wollen. Natürlich. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Ich mache jetzt meine Nudeln, weil es ist Mittagszeit, es ist 13 Uhr und werde essen. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Folgt mir auf Instagram, TikTok, schaut euch meine anderen Videos an natürlich, nicht meine anderen Kanäle. Und dann bis demnächst. Ciao.